right, good to be up here again. We are going to start talking about inner healing. Also, wir werden jetzt über innere Heilung sprechen. Who here is familiar with inner healing? Wer kennt sich da schon ein bisschen aus? Anybody, a little bit? Inner healing is such a powerful thing. Und innere Heilung ist so kraftvoll. In fact, the Bible says, out of the heart flows the issues of life. Und in der Bibel steht, aus dem Herzen fließt so das Leben. Inner healing is really the process of allowing the Holy Spirit to lead and heal us emotionally. Und innere Heilung, da geht es darum, dass wir dem Heiligen Geist erlauben, auch in unseren Emotionen was hineinzubringen. To heal trauma that we have had in our life. Zum Beispiel Trauma zu heilen, die wir in unserem Leben erlebt haben. You know, even as sons and daughters of Jesus, so that we can actually have hurts of the past that affect us today. Auch als Söhne und Töchter von Jesus oder von unserem Vater kann es sein, dass uns traumatische Dinge widerfahren sind im Leben. We say that they pile up on our soul. Und die hängen sich so dran an unsere Seele. See, the soul is our mind, our will and our emotions. Weil die Seele gehört, also da gehört der Wille, der Verstand und die Emotionen dazu. The effects of sin or trauma can scar us mentally, emotionally and physically. Und Sünde kann uns wirklich in unserer Seele tief beeinflussen, in unseren Emotionen, unseren Wille und Verstand. They can impact our souls, they can impact our bodies. Und auch unseren Körper durch die Seele dann auch beeinflussen. I've actually seen people heal emotionally. Ich habe gesehen, wie Menschen, die emotional geheilt wurden, and then it manifests physically in the body. Dass sich das auch körperlich dann gezeigt hat. Because their sickness was actually rooted in emotional trauma. Weil ihre Krankheit verwurzelt war in einem Trauma oder emotionalen Geschehen. Or ungodly agreements. Oder ungöttlichen Übereinkünften. So I like to think of emotional trauma like a bunch of trash in our backyard. Say it again. Emotional trauma is like trash in our backyard. Emotionales Trauma ist wie so ganz viel Müll im Garten. Over time, if it's not cleaned up. Und über die Zeit, wenn du das nicht aufräumst. It will get larger and larger. Dann wird der Haufen immer größer und immer größer. Rats and animals will be attracted to it. Tiere, die werden da richtig angelockt, dahin zu gehen. They will feed off of it. Und die werden sich da ernähren von dem Zeug. And they will live there, so we must remove the trash. Also müssen wir, weil das einfach dann mehr und mehr stinken wird, müssen wir das einfach dann entsorgen. I also think of it as like a physical wound. Und ich denke zum Beispiel an eine körperliche Wunde. What's the first thing we must do with the physical wound? Was ist das Erste, was wir tun müssen, wenn wir uns verletzt haben? Clean it and bind it. Ja, wir müssen das auf jeden Fall reinigen und dann verbinden. Flies are attracted to open wounds. Fliegen sind angezogen von offenen Wunden. Filth is attracted to open wounds. Schmutz wird angezogen von offenen Wunden. Jesus said he came to bind the brokenhearted. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zerbrochene Herzen wieder zu heilen. Yeah. So we actually need to deal with the things of our past. Also müssen wir uns um die Dinge kümmern, die in der Vergangenheit passiert sind. And let me just tell you, you might think of it something, it could be something very small. Und ich möchte euch sagen, auch wenn du denkst, da war ja nur was ganz Kleines in der Vergangenheit. But spiritually the devil took advantage. Aber geistlich gesehen hat der Teufel hier sich so was rausgenommen. So we just need to be able to lean into the Holy Spirit to also find out. Also müssen wir einfach dem Heiligen Geist vertrauen und da reingehen. What we need to get healing for. We need to lean into the Holy Spirit to find out what we get healing for. Ja, wir müssen den Heiligen Geist fragen, wo wir Heilung brauchen. So when Jesus came to set us free from the power of sin and death. Und Jesus ist gekommen, um uns von dieser Sünde zu befreien, so whether, von Sünde und Tod. So whether we have participated in sin in the past, also wenn wir zum Beispiel in Sünde verwickelt waren in unserer Vergangenheit, we have been sinned against, dann haben wir gesündigt gegen or we're actively participating in sin, oder aktiv auch teilgenommen an Sünde. First thing we need to do is cut off the sin. Und das Erste, was du tun musst, ist, mit dieser Sünde zu stoppen. Bring it to Jesus. Und es Jesus zu bringen. But then we need to bring healing around it. Und dann müssen wir Heilung reinbringen. I think back to my past. Ich denk mal an meine eigene Vergangenheit. There was a very small circumstance. Da war ein ganz kleiner Umstand. Where I disagreed with the teacher as a elementary school too. Wo ich noch in der Grundschule war, da habe ich nicht mit dem Lehrer übereingestimmt. And it was a matter of opinion. Und er hatte eine starke Meinung. But the teacher was so mad, she came over and she hit me with the chalk. Aber die Lehrerin, es war eigentlich eine kleine Sache, kam, hat mich mit dem Stock geschlagen. I was so ashamed as a second grader. Geschämt, da war ich in der zweiten Klasse.
I ran out to the bathroom and cried. Und dann bin ich ins Badezimmer gerannt und habe geweint. I was very embarrassed that a teacher would do that to me. Und ich war total beschämt, dass eine Lehrerin das machen würde mit mir. And I went for years thinking that no big deal. Und über die Jahre habe ich gedacht, ja, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Typical childhood. So, ja, ganz normal, passiert mal in der Kindheit. It wasn't until years later. Aber ein paar Jahre später. That I realized the devil had used that moment to silence me. Habe ich herausgefunden, dass der Teufel diesen Moment benutzt hat, um mich schweigend zu machen. He ingrained in my mind not to speak out. Er hat mir immer meinen Gedanken gesagt, sag ja nichts. Because he told me that when I spoke out, bad things would happen. Weil er gesagt hat, wenn du jetzt was sagst, dann wird dir was Schlimmes passieren. So something as simple as that. Also sowas ganz Kleines. Can affect you. Kann dich tatsächlich beeinflussen. And keep you from walking in the promises of God. Und dich davon abhalten, in die Verheißungen Gottes zu kommen. So Jesus wants to bring healing to our wounds. Also Jesus möchte in deine Wunde Heilung hineinbringen. He heals the brokenhearted. Und er heilt die zerbrochenen Herzen. Psalm 23:3 says. Und in Psalm 23:3 steht. He restores my soul. Er stellt meine Seele wieder her. He leads me in paths of righteousness. Er führt mich auf die Auen der Gerechtigkeit. Yeah. Yeah. The goal of inner healing is not to forget or to bury our sin. Also das Ziel ist jetzt nicht von innerer Heilung, dass man die Sachen einfach nur bedeckt und vergisst. Yes, but we want to bring it to Jesus and allow the Holy Spirit to minister to us. Ja, wir wollen das zu Jesus bringen und erlauben, dass der Heilige Geist darin arbeitet. We don't want our facts. We don't want our truth around the situation. We want God's truth. Wir wollen nicht unsere eigene Wahrheit über die Dinge erleben, sondern Gottes Wahrheit erleben. We want the power of that sin to be released from our life. Wir wollen diese Kraft, die mit dieser Sünde zusammenhängt, aus unserem Leben eliminieren. So who here is familiar with deliverance? Also wer kennt sich hier ein bisschen mit Befreiung aus? Or heard a little bit about it. Yes, hat schon you can mal raise your hands, yes. Gehört, raise your hand like an American, you know, like. Ihr könnt auch so winken wie die Americans. Yes. So, you know, inner healing and deliverance work hand in hand. Aber innere Heilung und Befreiung, die gehen Hand in Hand. Inner healing is important because we need to bind the wound. Ja, wir müssen bei innerer Heilung die innere Wunde verbinden. Yeah. We want to heal the wound so that the devil has nothing to come back to. Wir wollen die Wunde heilen, damit der Teufel da nicht immer wieder auch andocken kann. The devil uses trauma as a foothold. Und der Teufel, der nimmt wirklich so wie sein Fuß rein, wenn zum Beispiel ein Trauma passiert ist, dann ist es für ihn so ein Eingangstor. As a place to oppress you in your life. Ja, um an diesem Ort dich so zu unterdrücken. So deliverance is the release of the demonic oppression. Also ist Befreiung so eine Freisetzung von einer dämonischen Kraft oder Unterdrückung. But inner healing is the process of allowing Jesus and the Holy Spirit to heal that emotional wound. Und die innere Heilung ist der Prozess der Heilung für die innere Wunde. The demon gains access through the wound. Und der Dämon, der bekommt den Zugang durch die Wunde. So by healing the wound, we cut off the access. Aber durch die Heilung der Wunde können wir dieses Tor zumachen. Yes, so it's just receiving all that Jesus has done in our mind, our body, and our will and emotions. Also wollen wir alles empfangen, was Gott für unseren Verstand, unsere Emotionen oder unseren Körper getan hat. We hear so much in the Bible that Jesus is here for the brokenhearted. Und wir hören so viel in der Bibel, dass Jesus so viel getan hat über die zerbrochenen Herzen sind. So wounds aren't just physical, but they're of our heart. Also Wunden, die sind nicht nur einfach physikalisch da, sondern die sind in unserem Herzen. And because out of the heart the issues flow, we need to deal with our heart. Amen. Also aus dem Herzen fließen die Quellen des Lebens, also müssen wir uns um unser Herz kümmern. Healthy heart, healthy life. Ein gesundes Herz hat ein gesundes Leben zur Folge. Broken heart, broken life. Ein zerbrochenes Herz bringt ein zerbrochenes Leben. Both me and my wife have had much breakthrough in this area. Also meine Frau und ich, wir hatten beide viel Durchbruch in diesem Bereich. The devil wants to keep your past trauma and wounds a secret. Und der Teufel möchte deine Vergangenheit, deine traumatischen Erlebnisse bedeckt halten und so eher versteckt halten. Because bad things grow in darkness. Weil so die bösen Sachen, die wachsen in Dunkelheit. But with inner healing, we're bringing it to the light, so Jesus can heal it. Aber über diese innere Heilung bringt Jesus diese Kraft und vor allem auch das Licht hinein in diese Dunkelheit. So inner healing is really the first step, and it goes hand in hand with deliverance. Also innere Heilung geht Hand in Hand mit Befreiung einher.
In fact, oftentimes people will be set free from the bondage and oppression just by the inner healing. Also viele Leute werden schon freigesetzt durch diese innere Heilung. Because you're dealing with the underlying issue. Weil du mit diesen Dingen aus der Vergangenheit dich auseinandersetzt. Sometimes the pain from trauma and sin won't allow people to even allow the deliverance in their own body. They won't allow. Yeah, sometimes if we hold on to our pain in our sinful agreements. Also wenn wir in unseren sündhaften Übereinkünften an diesen Dingen festhalten, zum Beispiel an Schmerz. Because people have free will. Weil die Leute haben ja alle einen freien Willen. So we have to agree with God rather than our wound. Wir müssen uns übereinstimmen mit Gott und nicht mit dieser Wunde. Or we have to agree with truth rather than the demon that is using that wound to keep power in our life. Wir müssen uns übereinstimmen mit der Wahrheit und nicht mit dem, was wir durch die Wunde fühlen. So sometimes when we see deliverance not be effective. Und manchmal wenn wir das sehen, dass Befreiung nicht effektiv ist. It's very often because there's an underlying trauma that needs to be dealt with. Dann ist es oft so, dass noch mal darunter wie so eine Schicht ist, die mit einem Trauma zu tun hat. There's an underlying agreement that has been made with the demonic. Oder eine Übereinkunft, die man mit dem Teufel gemacht hat. Either conscious or subconscious. Also bewusst oder eben auch unbewusst. So to summarize. Um das zusammenzufassen. Inner healing and deliverance work together. Innere Heilung und Befreiung gehen also Hand in Hand. And if I'm going to stress one thing or the other, und wenn ich das eine oder das andere betrachte oder in die Hand nehme, I'm going to push inner healing first so that deliverance is effective. Dann werde ich natürlich erst mit innerer Heilung anfangen, um effektiv in die Befreiung reingehen zu können. And what I've also found is God often works with a process. Und oft ist es ja so, dass Gott in einem Prozess mit uns geht. He works in layers. Und in Schichten mit uns arbeitet. Dealing with one trauma, one pain at a time. Und mit einem Trauma oder mit einem Schmerz nach dem anderen mit uns so durchgeht. So that it doesn't overwhelm us. Dass es uns nicht überwältigt. God is a patient God. Er ist ein sehr geduldiger Gott. He is a loving God. Er ist ein liebender Gott. He is a gentle God. Er ist ein sanftmütiger Gott. And he wants to walk us through the process. Und er möchte mit uns durch diesen Prozess gehen. So that we can not just take territory in our life, but hold the territory. Dass wir nicht nur Territorium erobern, sondern dass wir es auch behalten können. As the Jews entered the promised land, und als die Juden in dieses verheißene Land gegangen sind, they took it little by little, dann haben sie es Schritt für Schritt eingenommen, so that they could hold the territory, damit sie es auch hinterher behalten konnten, so that they knew how to fight and hold the territory, dass sie auch anfangen konnten, dieses Land zu verteidigen. Likewise is the process with inner healing and deliverance. Und genauso geht es auch einher mit innerer Heilung und mit Befreiung. It's okay if we move, as long as we're moving forward, that's what's important. Es ist okay, wenn wir Schritt für Schritt nach vorne gehen. Hauptsache, wir gehen nach vorne. Do not be discouraged if it doesn't happen overnight. Seid nicht entmutigt, wenn es nicht über Nacht einfach so passiert. God wants you to hold the territory. Gott möchte, dass du dein Territorium behältst. So he cares about building your character. Also er möchte deinen Charakter formen. And healing the wounds. Und natürlich deine Wunde heilen. Remember, God is a God of process. Erinnere dich, der Gott ist ein Gott von kleinen Schritten und Prozessen. And so let's lean into that process. Also gehen wir da rein in den Prozess. So how do we know if someone needs inner healing? Also wie wissen wir denn, ob jemand innere Heilung braucht? See, what I found is sometimes when you're ministering to someone, someone will express symptoms that would indicate there's some inner healing that needs to happen. Und wenn du dann für jemanden betest und jemanden dienst, dann gibt's bestimmte Indikatoren, die dir zeigen, dass die Person innere Heilung braucht. But remember, it's not what's been done to us that keeps us in bondage and pain, it's our reaction. Also bitte erinnere dich daran, dass es nicht das die Ursache dafür ist, also das, was dir passiert ist, ist nicht das, was dich gebunden hält, sondern deine Reaktion darauf. It's our anger, unser Ärger, unforgiveness, Unvergebenheit, bitterness and other attitudes. Bitterkeit oder andere Haltungen, die wir haben. Those would provide access for evil spirits. Das gewährt dem Bösen Eintritt in unserem Leben. It gives them legal power of agreement. Es gibt ihnen legales Anrecht, um in uns zu arbeiten oder zu kommen. That's why the Bible says, "Do not let the sun go down while you are still angry." Und die Bibel sagt, ja, lass den Zorn nicht untergehen, die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. And do not give a devil a foothold. Und gib dem Teufel keinen Raum. Our bitterness, our unforgiveness. Unsere Unvergebenheit, unsere Bitterkeit. That gives the devil a foothold in our life. Gibt einen Raum für den Teufel in unserem Leben.
So what are some symptoms that can help us identify if inner healing needs to happen? Also was sind zum Beispiel die Symptome, dass wir wissen, dass wir hier innere Heilung brauchen? And as we're talking about, I want you guys, everyone, to take self reflection around this. Und wenn wir jetzt drüber sprechen, dann möchte ich, dass jeder mal so innerlich reflektiert, betrifft mich das? Just so you know, me and my wife are constantly going over these things. Meine Frau und ich, wir gehen da immer wieder durch. It's layers, it's a process. Das sind so Schichten von Schichten und es ist ein Prozess. We've come an extremely long way. Wir sind einen sehr langen Weg gegangen. But we will be dealing with this stuff till the day we die. Aber wir werden da wahrscheinlich noch weitermachen, bis wir sterben. We live in a world full of sin and bitterness and unforgiveness. Wir leben in einer Welt voller Sünde, Unvergebenheit, Bitterkeit und so weiter. Yeah, no one, when you take a bath or take a shower, you do it daily, do you not? Du duschst ja auch jeden Tag. It's not once. Also hast nicht einmal in deinem Leben geduscht. My wife would be very unhappy if I took a shower. Da wäre meine Frau ziemlich unglücklich, wenn das so wäre. No, it's a daily process of cleaning. Also es ist ein täglicher Prozess der Reinigung. That's why it's important to be in the Word of God and in prayer. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jeden Tag in diesem Wort Gottes sind und in Gebet. It helps keep our soul refreshed and clean. Und es hilft einfach, dass unsere Seele erfrischt und sauber bleibt. So think about these things as I mentioned. One, if you are easily angered. Also denk mal über die Sachen nach, die ich schon gesagt habe, zum Beispiel, dass man sich super schnell aufregt. Very easily irritated. Oder sich schnell irritiert fühlt. Unable to tolerate minor things. Dass man so an Kleinigkeiten sich ständig stört. If you always have a victim or betrayal mindset. Wenn du dich verraten fühlst oder dich so als Opfer siehst überall. In other words, if a bad situation happens to you, it's always other people's fault. Ja, also zum Beispiel, wenn dir was passiert, dann sind es natürlich immer die anderen. Remember, Christ has called us to be victors, not Aber victims. Christus hat uns gerufen, dass wir Überwinder sind, dass wir Sieger sind und nicht Opfer. If you have feelings of anger, hate, resentment rise up constantly in you, resulting in lashing out at people. Wenn du Gefühle hast, und zwar immer wieder von Ärger oder Zurückgewiesenheit, lashing out, weiß ich nicht. Lashing out. Yeah, can you explain out. Lashing out? It's like reacting to somebody, like being angry at someone. Just okay, like dass man einfach, einfach ärgerlich ist mit jemand. Yes. Being overly sensitive or triggered by very minor situations. Dass man übersensibel ist oder sich an kleinen Dingen unheimlich aufhalten kann. If you're crying over everything. Wenn du wegen allem anfängst zu weinen. You got to ask yourself, is there an issue here? Dann kannst du dich fragen, habe ich hier ein Thema? If you're unable to forgive yourself or maybe even other people. Wenn du nicht in der Lage bist, dir selber zu vergeben oder anderen Menschen. Maybe you feel unlovable. Vielleicht fühlst du auch, dass du nicht geliebt werden kannst oder nicht würdig bist. Or we call it self-hate if you hate yourself. Oder wenn du Selbsthass hast. Or feelings of hate towards yourself. Oder dir gegenüber Gefühle von Hass entwickelt hast. Or that you're always unworthy. Oder dass du dich immer unwürdig fühlst. Maybe if you're angry towards God. Oder vielleicht bist du auch ärgerlich mit Gott. And just easily frustrated. Oder ganz schnell frustriert. If you always feel hopeless, wenn du immer hoffnungslos bist oder dich so fühlst, if you are trying to, we call it escapism, if you're trying to escape life by going into drugs or gaming or TV, wenn du mit deinen Problemen immer so Fluchtverhalten zeigst, also wenn du zum Beispiel in Alkohol gehst oder Filme anguckst oder in diese Gaming-Szene gehst, um zu zocken. Addictions to anything. Süchte in jeder Art und Weise. Addictions to alcohol, drugs, TV, gaming, love, Süchte zum relationships. Beispiel, jede Art, zum Beispiel Alkohol, Drogen, gaming, Netflix, Beziehungen. Yep. Or having perfectionism or overly driven. Oder wenn du Perfektionismus hast oder alles also übergenau machst. Nothing's so okay unless it's perfect. Alles muss immer also so einen bestimmten Drive, so eine. Or do you guys have obsessive compulsive disorder? OCD, do you guys have, what do you call that? Choleriker? Okay, I don't know. Ich habe das Wort noch nicht gehört. Just kennt es jemand? Yeah, just having everything to be perfect. Ja, Perfektionismus. Just nothing can be just good enough. Everything has to be absolutely also perfect. Vielleicht auch zwanghaft schon, ne? So ein,
Ja, yep. Perfektionismus. Or hostility towards yourself oder or to others. Oder eine Feindschaft dir gegenüber oder anderen gegenüber. These are all things we need to be thinking about. Das sind Dinge, über die wir nachdenken müssen. Do we have anything out of balance in our life? Haben wir irgendetwas in unserem Leben, was so außerhalb von Gleichgewicht ist, also out of balance? If we're honest, we all have some areas that we probably need to work on. Wenn wir ehrlich on, sind, dann hat doch jeder von uns irgendwo einen Bereich, wo wir uns bisschen wiederfinden. So we need to bring those into alignment. Also wollen wir das wieder in den Willen Gottes bringen. So these are the symptoms. Das sind die Symptome. Of a deeper wound. Von einer tieferen Wunde. Of a deeper infection in our soul. Von einer Infektion in unserer Seele. Does that make sense? Macht das Sinn für euch? So, the world wants us to treat the symptom. Und die Welt möchte natürlich, dass wir die Symptome angehen. I need to fix my anger. Ich muss hier meinen Ärger in den Griff kriegen. I need to fix my perfectionism. Ich muss diesen Perfektionismus entfernen oder wegkriegen. I need to fix my addiction. Ich muss diese Sucht in den Griff kriegen. But we all need to actually fix the deeper wound. Aber wir müssen uns um die tiefer liegende Wunde kümmern. Let's cut it off at the source. Und zwar genau am unten an der Wurzel packen. That's why you'll see people who are addicted to alcohol. Und so siehst du Menschen, die ein Alkoholproblem haben. Fix their addiction to alcohol. Und die lösen ihre Probleme wieder mit Alkohol. And then become addicted to something else. Und dann, wenn sie das eine Alkoholproblem gelöst haben, dann kommt eine andere Sucht rein. They never solved the addictive personality problem. Weil sie haben dieses ursprüngliche Problem nicht gelöst. So what was the wound? Also was war, ist denn hier die Ursache? Was ist die Wunde? Okay, so how do we perform inner healing? How do we walk someone through also, this? Also wie können wir das umsetzen, dass innere Heilung kommt? Well, first of all, one of the things we like to do is we always like to have it performed in a private setting. Wir müssen das in einem privaten Setting machen. At our church, we have what do you call connect groups? Do you have connect groups? Ja, in unserer Gemeinde, da macht man das in small groups. So we don't do it in our connect groups. Wir machen das aber nicht in der small group. We don't do it in group settings. Wir machen das nicht in einem Gruppensetting. Unless it's a corporate prayer. Also, es ist so ein gemeinschaftliches Gebet. But we're not trying to expose people in public. Weil wir wollen ja Leute nicht vorführen. We want to establish a strong and active relationship with the Spirit of God. Wir wollen mit dem Geist Gottes und der Person eine starke Beziehung haben. Because everything we do is empowered and led by Him. Weil alles, was wir tun, ist diese Leute zu befördern in ihm. So what I have found is typically with these appointments. Aber was so ganz typisch ist in diesen Treffen? We practice the presence of God. Ist, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen. We pray together. Wir beten zusammen. And we ask him for wisdom. Und wir bitten für Weisheit. And what I want to say about this is, remember, these are not written in stone. Also, das ist jetzt hier nicht in Stein gemeißelt, also nicht die Formel. Because different people need different things. Sondern unterschiedliche Leute brauchen unterschiedliche Vorgehensweise. So the first thing we want to do is we want to seek the Holy Spirit. Das erste, was wir tun, ist, wir suchen den Heiligen Geist. So when we're with the person, we want to. And by the way, as we're going through this process, also wenn please wir durch go through Prozess it right now gehen, with yourself. Dann machst du das bei dir selber auch. So let's seek the Holy Spirit. Also du suchst den Heiligen Geist. Start by asking him. Und du beginnst zu bitten, zu fragen. Was there an event or a person? Gab's da irgendeine ein Vorfall, eine Person? That is keeping you from being healed in a particular area. Die dich zurückgehalten hat, hier Heilung zu empfangen in diesem Bereich. Pray about it. Dann bete darüber. And if needed, affirm that God is not angry with that person. Und dann ist es wichtig, dass wir der Person zusprechen, dass Gott nicht ärgerlich ist mit der Person. God is not angry at you. Gott ist mit dir nicht verärgert. God is for you and not against you. Sondern er ist für dich und nicht gegen dich. He wants to see you healed. Er möchte, dass du geheilt wirst. He wants to see you restored. Er möchte, dass du wiederhergestellt wirst. I want my children to thrive in every area of their life. Ich möchte, dass meine Kinder in allen Bereichen ihres Lebens blühen. And if I say that as a heavenly, not a heavenly, as an earthly dad, und how much more does our heavenly Father want that for us? Als irdischer Vater so sehe, dann wie sieht es dann unser himmlischer Vater? 1 Peter 5:7 says, "Give all of your worries and cares to God." Und 1. Petrus 5:7, da steht, überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Great. So the next step is we're gonna isolate the event or person. So wir wollen den Vorfall von der Person trennen. So when you think about this situation. Also wenn du über die Situation nachdenkst, what do you feel? Was fühlst du dann? What are the emotions you're feeling? Was sind hier die Gefühle,
in diesem Moment. Write them down. Und dann schreib sie auf. Talk about it. Sprich darüber. Is it pain? Ist es Schmerz? Is it anger? Ist es Ärger? And who are you angry with? Und mit wem bist du verärgert? Are you angry with yourself? Bist du mit dir selber verärgert? Are you angry with God? Oder mit Gott? Are you angry with the person that did it to you? Oder mit der Person, die dir das angetan hat? Or maybe all of the above. Oder vielleicht übergeordnet oder alles. So what I do is I'll say Jesus. Und was ich tue ist, ich sage Jesus. I ask you to take those feelings from me. Ich bitte dich, dass du diese Gefühle von mir nimmst. I ask you to take the feeling of anger. Und nimm doch diese Gefühle von Ärger. Of pain, of abandonment. Oder Schmerz oder Verlassenheit. Whatever that feeling is. Egal, also welches Gefühl es dann eben ist. We need to be honest with ourselves. Weil wir müssen ganz ehrlich werden mit uns selber. The truth empowers us. Weil die Wahrheit, die wird uns befähigen. It gives us clarity. Sie gibt uns Klarheit. Isaiah 53:5 says, "But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed." Und in Jesaja 53 steht, doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. See, Jesus took our pains and our traumas and he put them on that cross. Jesus hat unseren Schmerz und unsere Traumata genommen und ans Kreuz getragen. So it's up to us whether we hold them or we release them. Also wir können entscheiden, ob wir daran festhalten oder ob wir es weggeben. So our next step is we want to surrender the wounds to Jesus. Also wir wollen am nächsten Schritt diese Wunden Gott hinlegen. Yes, be mindful what you are releasing to Jesus. Also denk wirklich drüber nach, was du freisetzen möchtest, was du ihm geben möchtest. When we are releasing these things to Jesus, weil wenn du die Dinge weggibst, we are giving up the right, dann geben wir auch die Rechte daran weg, to hold on to anger or pain or trauma, an Schmerz oder Ärger oder Trauma festzuhalten. We are releasing the right for us to avenge. Wir setzen auch dieses Recht frei, dass wir selber Rache üben. And we trust that God will revenge. Und wir vertrauen, dass Gott Rache nehmen wird. He is the only righteous judge. Er ist der einzige gerechte Richter überhaupt. Let me tell you that God is a better judge and more. He can bring vengeance better than you ever could. Und ich möchte dir sagen, dass Gott sich besser rächen kann, als du es jemals könntest. But it's also up to him whether they need vengeance. Aber es ist auch seine Sache, wann er sich hier recht. Es geht dich quasi nichts an. Thank God I've been given mercy many times by God. Und Gott sei Dank hat Gott mir so oft auch Gnade erwiesen. See, unforgiveness and anger is just poison to our soul. Ist der Unvergebenheit und Ärger, das ist wie Gift für deine Seele. It does not hurt the person that we are unforgiving towards. Es verletzt nicht die Person, die dir etwas angetan hat. These things are like drinking poison, hoping the other person gets hurt. Das ist wie wenn du Gift trinkst und denkst, der andere soll daran sterben. So let me tell you, just release it to Jesus. Also ich sage, gib's einfach an Jesus. Setz das frei. So what I will say is, I'll say, Jesus, I surrender it to you. Und ich sage, Jesus, ich gebe das zu dir. I give up the right. Ich gebe alle Rechte auf. To be angry. Um ärgerlich zu sein. To use this as an excuse. Oder das als Ausrede zu benutzen. Etc. Cetera, etc. Cetera. Oder. Jesus, I ask you to heal the wound. Jesus, ich bitte dich, diese Wunde zu heilen. See, Psalm 147:3 says, "He heals the brokenhearted and binds up their wounds." Und in Psalm 147 steht, er heilt gebrochene Herzen und verbindet Wunden. So we invite Jesus into that trauma. Also wollen wir Jesus einladen in dieses Trauma hinein. To heal it. Um es zu heilen. So that step four is we receive that healing. Und der vierte Schritt ist, dass wir diese Heilung empfangen. So you say, Jesus, I receive my healing. Du sagst, Jesus, ich empfange diese Heilung. Thank you for my healing. Danke für die Heilung. We have to remind not just ourselves, but our circumstance in the world that we thank God for our healing. Wir müssen uns selber daran erinnern, aber auch die Leute um uns herum, dass wir dankbar sind für diese Heilung. And then we do a prayer. I say we do a prayer of cleansing and healing is the next step. Und dann ist der nächste Schritt, dass wir ein Gebet machen für Reinigung und Heilung. And that's where we'll oftentimes declare the washing of the blood of Jesus. Und hier bringen wir sehr oft diese Reinigung durch das Blut Jesu ein. And whatever spirit they're dealing with, if they're dealing with anger, I'll say the spirit of anger no longer has power over you. Und egal mit welchem Geist du es zu tun hast, du sagst,
Der Geist so und so, ich habe nichts länger mit dir zu tun. So as they renounce it, we cut off that attachment. Wenn du widerstehst oder wenn du renounce heißt. Yeah. We shut and just a little bit. Renounce heißt widerrufen. Yes, okay. We shut and seal every entry point. Wir schließen jede einzelne, jedes Tor, jedes Einfallstor für den Teufel. We'll even say we will cover every cellular memory and every sense, every body system and every brain cell is renewed. Wir sagen, dass jede Zelle unseres Körpers erneuert wird und wiederhergestellt ist und für den Teufel keinen Angriffspunkt mehr bieten kann. And we wash it all in the blood of Jesus and in the name of Jesus. Und wir waschen alles und reinigen alles durch das Blut Jesu. See, it's in the blood of Jesus that we are provided. Es ist das Blut Jesu, was uns hier den Support gibt und alles hat, was wir brauchen. We are provided protection. Es wird uns hier Schutz gegeben. Authority over the devil. Und Autorität über den Teufel. Healing. Heilung. Fellowship. Gemeinschaft. And redemption. Und Erlösung. So oftentimes, if I'm dealing with this myself, I will be breathing. Und wenn ich selber das mit mir mache, dann atme ich aus. And then if I'm leading someone in, I'll ask them to breathe. Und wenn ich das mit jemandem mache, dann sage ich, atme mal aus. And rest in God's love and healing. Und hab Frieden in dieser Liebe Gottes und in seiner Heilung. It may be powerful to also pray in tongues for a little bit. Und du kannst dann auch ein bisschen in Sprachen beten. And we're asking them for God to release His glory over them. Und dass Gott seine Herrlichkeit über der Person ausgießt. As we thank Him for His healing. Und wenn wir dafür diese Heilung danken. Amen. Amen. So then I will ask them to recall the memory again. I will ask them to recall the same memory or person again. Und dann sprechen wir wieder über diesen Fall oder diese Situation. And then ask them to bring up any other emotion that they still may feel. Und dann frage ich noch mal rein und frage, kommt dann noch mal eine andere Emotion oder irgendwas anderes hoch in dir? And we'll do this until there's no more negative emotions. Und wir machen das so lange, bis hier keine negativen Emotionen mehr hochkommen. We don't just want to clean it a little bit. We want to make sure the wound is completely healed. Wir wollen sich ein bisschen reinigen oder uns drum kümmern, sondern alles mitnehmen. Yep. And then in closing with the person, we want to ask God for any heavenly downloads. Und wenn wir dann so ans Ende kommen in unserer Session mit der Person, wollen wir um himmlische Downloads bitten, also was Gott für diese Person einfach hat. So we'll ask them to have Jesus give them an anchor point or a word or an image for them to remember their inner healing. Und so fragen wir da rein und gehen mit der Person rein, ob es einen Anker oder vielleicht ein Bild gibt, was die Person mitnehmen kann, um sich an diese innere Heilung zu erinnern. And then we wait till they receive it. Und dann warten wir so lange, bis diese Person, sagen wir mal, dieses Bild empfangen hat. And then we ask the Holy Spirit for scripture to plant and pray over that situation. Und dann bitten wir auch den Heiligen Geist um Bibelstellen, dass wir da reinbeten können oder wo die Person auch mitnehmen kann. Because it's through thanksgiving and praise that we receive God's presence. Weil es steht geschrieben, dass wir durch Lobpreis und Dank seine Gegenwart bekommen. Having a thankful heart oftentimes will ward off that feeling of rejection, sorrow or pity. Und wenn wir ein dankbares Herz haben, dann kommen wir viel schneller raus aus diesem Selbstmitleid oder Schmerz oder aus Ablehnung. The Bible tells us to be thankful in all situations. Und die Bibel sagt, dass wir in allen Situationen dankbar sein sollen. For this is the will of God. Weil das ist der Wille Gottes. The situation is not the will of God. Die Situation ist natürlich nicht der Wille Gottes. Being thankful is the will of God. Aber dankbar zu sein ist der Wille Gottes. Being thankful is what keeps us as victors and not victims. Und diese Haltung von Dankbarkeit, die bringt uns in diese Situation, dass wir Sieger sind und nicht Opfer. Complaining is the language of victims. Und dieses Beschweren, Murren und Knurren ist die Sprache von Opfern. Thanksgiving is the language of victors. Aber Dank ist die Sprache der Sieger. So we always want to enter his gates with thanksgiving and praise. Und es steht geschrieben, dass wir hineinkommen in die Tore mit Lobpreis und Dank. And so I'll remind the person as we're walking through this to give thanksgiving and praise. Und so erinnern wir die Person, mit der wir da durchgehen, dass sie Lobpreis und Dank und Ehre bringen soll. To thank him for his healing, to thank him for his presence. Dass sie ihm danken für seine Gegenwart und für seine Heilung. And then the step 9 is we want to walk in now into forgiveness. Und der nächste Schritt ist, dass wir hineingehen in Vergebung. Most of the time people are ready to be
to either forgive themselves or the other people at this point. Und ganz oft ist es so, dass die Leute auch bereit sind, sich selber zu vergeben oder anderen Menschen zu vergeben. So we'll go through any people, if it's in themselves, the situation, whatever, we'll have them then walk through that forgiveness. Und so gehen wir mit ihnen die Schritte der Vergebung durch, entweder mit sich selber oder mit den Menschen, die hier betroffen waren. Remember, the devil loves unforgiveness. Wisst ihr, ihr müsst euch daran erinnern, dass der Teufel das liebt, wenn wir nicht vergeben. Even the Bible says that that God forgive us of our sins as we forgive those who sin against us. In der Bibel steht, Herr, vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. By the same measure that we forgive, we will be forgiven. In dem gleichen Maße, wie uns vergeben wurde, müssen auch wir vergeben, oder wie wir vergeben haben, wird auch uns vergeben werden. So who wants to be forgiven? Also wer möchte Vergebung haben? So let's be forgivers. Also lasst uns auch diejenigen sein, die vergeben. Let's be powerful forgivers. Lasst uns kraftvolle Vergeber sein. And so after we go through that healing process, also so wie wir durch diesen inneren Heilungsprozess gehen, who knows, we now need to renew our mind. Also wisse auch, dass wir unsere Sinne erneuern müssen. It's not if I break a bone, also wenn ich mir irgendeinen Knochen breche, and I put a cast over my leg, und wenn ich dann Gips dran mache, after the bone heals, und nachdem quasi dieser Knochen zusammengewachsen ist, I need to strengthen the leg so that I don't break it again. Dann muss ich mein Bein wieder stärken, dass es nicht wieder bricht. So we now need to renew our minds. Und so müssen wir auch unsere Sinne wieder erneuern. Romans 12:2 says, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Und in Römer 12:2 steht deshalb, er orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. See, God has called us to take off the old self and then walk into the new man. Seht ihr, Gott sagt, dass wir unsere alte Schöpfung erneuern müssen, unsere Denkweise erneuern müssen, um in der Wahrheit zu wandeln. So we learn our identity from speaking the word of God and reading the word of God. Also wandeln wir in unserer Identität, wenn wir in diesen Wahrheiten wandeln und uns daran erinnern. And then for some people, maybe this will be you. Also for some people, it's helpful to journal, and maybe that would be for you as well. Okay, und manche Leute machen zum Beispiel ein Tagebuch und schreiben das da alles auch rein. To journal your emotions. Damit du deine Gefühle einfach auch wieder niederschreiben kannst. There is a saying, I don't know if this will translate, but we say that in America, we'll say that emotions should not be your thermostat; they are just a thermometer. Does that make sense? Ah ja, deine Gefühle sind nicht ein Thermostat, sondern ein Thermometer. Your thermometer tells you that there's something going on. Also ein Thermostat, der sagt dir, dass da was umhergeht. Yeah, it's like is it hot in here or cold in here? Genau, ist es hier heiß oder ist es kalt? Du kannst ja an dem Thermometer, Entschuldigung, an dem it's Thermometer heißer, kannst du right? ablesen. Ja, du kannst yes. gucken, ist es heiß oder ist es kalt? Yeah, it's hot. It's hot in here. But the es thermostat ist heiß hier, aber der Thermostat determines the temperature. Der bestimmt die Temperatur. So our feelings don't tell us what to do. Also sind deine Gefühle nicht dazu da, dir zu sagen, was du tun sollst. But it tells us there may be something going on. Aber es zeigt dir, okay, hier ist was, wo man sich drum kümmern muss. Emotions are a beautiful thing. Gefühle sind wunderschön. So long as they are kept in order. Solange sie sich in der richtigen Ordnung befinden. We are masters of our emotions. Wir sind Herr über unsere Gefühle. Our emotions are not masters of us. Und nicht, es ist nicht so, dass unsere Gefühle uns beherrschen. So feel those emotions and journal them down. Also fühl diese Emotionen und schreib sie auch auf, wenn du magst. Don't ignore them. Also ignoriere sie nicht. That's not healthy. Das ist nicht gesund. It might tell us it's hot. We need some air conditioning in ja, this place. Also man kann sagen, es ist heiß und wir brauchen hier ein bisschen Air Condition. Or maybe it says it's cold. We need the heat. Oder du sagst, okay, es ist ja total kalt, mach mal die Heizung an. But then we use the word of God as a thermostat to change the temperature. Aber wir nehmen dann das Wort Gottes als Thermostat und sagen, okay, jetzt ändern wir hier mal die Temperatur. Does that make sense? Macht das für euch Sinn? Amen. Amen. So there we just release that we release those pains, we release those emotions to God. Also wir setzen diese Gefühle und diese Schmerzen frei und geben sie zu Gott. And we trust that he will bring the healing. Und wir vertrauen, dass er diese Heilung bringt. Does that make sense? Macht das Sinn? Now, while I was speaking, did anybody feel an emotion that maybe they need healing from? Also, wir haben ja jetzt darüber gesprochen. Hat irgendjemand gespürt, dass er innere Heilung braucht? Amen. Amen. Yes.
We think about those things. Now I trust you that as you step into that. Ja, und wir sprechen über die Dinge, aber wir vertrauen auch darauf, dass du diese Wege gehst oder diese Schritte durchläufst. Let's bring that to God. Also lasst uns das doch zu Gott bringen. To release the forgiveness. Dass wir diese Vergebung freisetzen. Amen. Amen. Oh yeah, Q&A. Questions and answers. Yes. Also es gibt noch Fragen und Antworten. Any questions? Gibt es noch Fragen? Wie geht ihr damit um, wenn das Event oder das, ja, wenn einem was als Kleinkind oder als Baby passiert ist, kriegt man sowas hervor, was vielleicht was ausgelöst hat, also Trauma in der Kindheit als Baby, was man sich gar nicht so richtig präsent erinnert? Also die Frage ist, wie man damit umgeht, wenn etwas, sagen wir mal, ein Trauma in sehr frühen Jahren als Kleinkind oder Baby passiert ist. He wants to know how you deal with it if the event for the inhaling, the source, happened as you have been very, very, very young, like baby. Or a toddler. Yeah. Are you talking about like if it were like if I'm personally dealing with it or is that if I'm praying for someone? Möchtest du wissen, ob du fragst du aus der Position des Beraters? Yeah. Yeah. Oder aus beiden Positionen, ob sich vielleicht auch betrifft. Yeah, either way. You know, I've oftentimes, well, we'll walk people through this. Also, sehr oft gehe ich mit Menschen dadurch. And we've actually had people who've had trauma while they were in the womb. Und wir haben viele Leute gehabt, die hatten schon Trauma schon im Mutterleib. Oftentimes rejection. Ganz oft Ablehnung. By a parent. Von den Eltern. Because they didn't want to be pregnant. Weil die wollten keine Schwangerschaft. Or maybe a rejection of their gender. Oder die wollten vielleicht ein anderes Geschlecht. And that will oftentimes manifest later in life. Und sehr oft zeigt sich das dann auch später im Leben. Because there is a spiritual root there. Weil da gibt's diese geistliche Wunde. So we do the same process. Also machen wir genau den gleichen Prozess. When the Holy Spirit is involved. Aber der Heilige Geist, der ist ja dabei. He will oftentimes reveal those situations. Und er offenbart diese Situationen. There will be people who will remember stuff when they were a toddler or even in the womb. Und es gibt Leute, die erinnern sich an Dinge, als sie noch ein Kleinkind waren oder sogar im Mutterleib. Crazy to think about, I know. Es ist wirklich eigentlich verrückt, wenn man darüber nachdenkt. But then it's that same process. Aber da geht dann der gleiche Prozess los. And actually, a lot of times you'll know there is a trauma because you do remember something so young. Und manchmal ist genau deshalb auch ein Trauma da, weil man sich plötzlich erinnert an Dinge, an die man sich eigentlich normalerweise nicht erinnert, so wenn man noch ganz klein war, zum Beispiel. A good example. Also ein gutes Beispiel. My mother realized at the age of 4 that she was going to have to. She thought she had had to raise herself because she was abandoned by her parents. Meine Mutter zum Beispiel, die hat, als sie 4 Jahre alt war, gedacht, sie muss sich alleine durchs Leben kämpfen, weil sie gedacht hat, ihre Eltern, they died or. No, they were still alive. They just never, they didn't pick her up at school. So they wouldn't leave her at, they would not pick her up at school and she'd have to walk miles back at 4 years old. Die Eltern haben sie nicht abgeholt bei der Schule und sie musste einen sehr langen Weg alleine laufen oder zurücklegen. So some people think, no big deal, they had to walk back. Und manche denken, ist doch kein Problem, dann kann die ja einfach mal, dann muss die halt ein bisschen länger laufen. But to her that was a trauma at the Aber age of 4. Aber für sie war das ein Trauma mit 4 Jahren. That her parents did not want her. Das, und sie hat gedacht, ihre Eltern wollen sie nicht haben. So had to go through the inner healing process. Und da that. Mussten wir mit durch innere Heilung gehen. Does that make sense? Macht das für dich Sinn? Any other questions? Gibt's denn noch andere Fragen? All right. Ich muss ein bisschen ausholen, deswegen kannst du gleich übersetzen. Jetzt ist in den wenigsten Fällen ist das Thema das erste Mal bei Christen präsent. Kannst du direkt übersetzen. Mhm. Also, ich muss ein bisschen ausholen. Also, inner healing is not quite often spoken in Christian. Ja. Jeder hat schon mal Berührungspunkte damit gehabt. Oder viele. Everyone had heard about it. Okay. Jeder hat seine Erfahrung damit. Oder viele. Gute und schlechte. Ja. So, was würdest du Leitern raten, die in so einem Umfeld konfrontiert sind mit Leuten, die eben negative und schlechte gute Erfahrungen schon gemacht haben? What would you recommend leaders in this field if they had bad or good experience in it? Weil manche sagen so, oh nee, bloß nicht. Some of them say, oh no, I don't want to have anything to do with inner healing.
Manche sagen nur, nur Befreiung. Because of bad experiences. Yeah. So, und auch eine gute Lehre dort rüberzubringen. Also, what do you recommend for teaching? What I mean, as a leader, you have so many people who have experience and say, okay, I know the truth, I know this is right. Yeah. And what do you recommend leaders to deal with that? Yeah. To have a okay, I think I think so. Let me know if this makes sense. So let's say there's like what we were talking about. Some people will be only one or the other, only inner healing or only deliverance. So es gibt jetzt auch Leute, die sich so ein bisschen Erfahrung haben mit dem Thema und die einen sagen nur innere Heilung und die anderen sagen nur Befreiung. They're both necessary. Aber beides ist notwendig. You need both. Wir brauchen beides, das eine und das andere. You need one to bind the wound. Wir brauchen das eine, um die Wunde zu verbinden. But you still need to cast off the devil. Aber du musst ja auch den Teufel dann austreiben. Remove the oppression. Ja, du musst diese Unterdrückung, diesen Geist der Unterdrückung, den musst du wegschicken. And sure, there will be people who've had negative experiences. Ja, und natürlich gibt es auch Leute, die haben in diesen Bereichen negative Erfahrungen gemacht. But people have had negative experiences around the Bible or around teaching. Aber es gibt auch Leute, die haben negative Erfahrungen gemacht, was biblische Themen angeht oder andere Themen, die wir in der Bibel finden. And I don't throw away teaching or the Bible. Also ich mache ja auch hier aufgrund dessen sage ich ja nicht, dass die Lehre von der Bibel zum Beispiel schlecht ist, nur weil Menschen schlechte Erfahrungen gemacht haben damit. The problem isn't deliverance or inner healing. Also das Problem ist nicht die innere Heilung oder die Befreiung. It's probably a human doing something dumb. Sondern vielleicht ein Mensch, der was Dummes gemacht hat. Just like when, if there's a pastor who does terrible things, the problem wasn't the word of God, it was the pastor who made a mistake. Wenn ein Pastor was Dummes gemacht hat, dann ist es nicht die Bibel, die schuld ist, sondern die Person oder der Pastor in dem Fall. Did that answer the question? Okay. Any other questions? Yes. Also die Frage ist, was machen wir mit Menschen, wenn wir sie fragen, was fühlst du in dem Moment und sie gar nicht wissen, was sie fühlen oder die extrem nur ganz, also so einfach nur gut fühlen oder ganz schlecht fühlen, also so Extreme haben. So what do you do with people if you ask them what do you feel and if they do not know actually what they feel or if they say, oh, I'm just very excited or I'm very, very hurt, like so. Totally, yeah. Oftentimes if someone doesn't really know what they feel, I mean, that's going to be an issue, right? Okay, also hier haben wir natürlich auch wieder so ein Thema. Wenn jemand seine Emotionen zum Beispiel nicht kennt, dann ist das ein Thema an sich. We can't bypass someone else's free will. Wir können ja nicht den freien Willen einer Person einfach mal so übergehen. We can pray with them. Wir können mit ihnen beten. For clarity. Und auch für Klarheit beten. We can have them pray for clarity. Wir können auch das so machen, dass sie für Klarheit beten. But if they still don't know. Aber wenn sie es dann immer noch nicht wissen. I will oftentimes give them homework. Dann gibst du ihnen einfach eine Hausaufgabe mit. I will have them journal. Dann sollen sie ihre Gefühle aufschreiben. Wie in diesem Tagebuch, sagen wir mal. It's a process that they have to understand their feelings. Also, es ist ein Prozess, seine Gefühle zu kennen, wahrzunehmen. They have to be able to be honest with themselves. Und sie müssen in der Lage sein, zu sich selber ehrlich sein zu können. I know we all just want the one quick prayer. Ja, ich weiß, wir wollen alle dieses eine Gebet und zack vorbei. But oftentimes it's a process. Aber sehr oft ist es eben ein Prozess. It's not just about getting someone free. Es ist nicht nur der Punkt, jemanden freizusetzen. It's about keeping someone free. Sondern dass jemand in dieser Freiheit bleibt. Keep staying free is much more important. Also diese Freiheit zu bewahren ist viel wichtiger. I've seen many people get free. Und ich sehe viele Leute, wie sie frei werden. And then they relapse. Und dann fallen sie wieder zurück. Because they never dealt with the underlying issue. Weil sie sich nicht mit dem beschäftigen, was so richtig in der Wurzel zu finden ist. The foothold is still there. Also der Raum des Teufels oder die Öffnung des Tor ist immer noch da. And I don't say that out of judgment, und ich sage das nicht verurteilend, but out of compassion. Sondern aus Erbarmen heraus. We're not here to condemn people, ich bin nicht hier, um Leute zu verurteilen, but to bring freedom to people. Sondern um Freiheit zu bringen. So we want to walk them through in a powerful way. Amen. Also wollen wir sie durch eine kraftvolle Schritte bringen und führen. Any other questions? Yes. How far are you to
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, Marius, willst du wissen, wie man Menschen anleitet, nicht abhängig von dir selber zu sein, wenn du mit Menschen durch innere Heilung gehst, dass du sie selber anleiten kannst, wie so eine Art Jüngerschaft, selber diese Prozesse zu erleben, um nicht bei demjenigen, der mit dir betet, hängen zu bleiben? Ja. Okay, I think I understood the question. So it's, we first of all, we have ministers that we empower to be able to do this. Also wir haben ja selber auch Leute, die wir ausbilden, um das zu machen mit Menschen. And it should always be done within discipleship. Und es sollte sich immer innerhalb von Jüngerschaft abspielen. So for example at our church, also zum Beispiel in unserer Gemeinde, we want people in a connect group first. Wir wollen, dass die Leute sich zuerst einer Small Group anschließen. We need to be in community. Weil die müssen ja in Gemeinschaft leben. They need to have accountability. Die müssen Rechenschaftspflicht also abgeben irgendwo. And then if that doesn't work, then we'll bring them up to the altar. Und wenn das nicht funktioniert, dann machen wir, bringen wir sie zurück an den Altar. And then if that doesn't work, then sometimes we'll bring them to a private meeting. Oder wenn das auch nicht funktioniert, dann gehen wir in ein privates Setting. But we set up a process with the people around them. Also es gibt aber Prozesse, in die wir sie führen mit den Menschen um sie herum. Yeah, I wish there was a rule for every single circumstance. Ich wünschte, es gäbe tatsächlich so eine Formel für jedes Problem, dass wir so 1, 2, 3, 4, 5 machen könnten. But it's going to take wisdom and insight. Aber es braucht so einfach diese Erkenntnis und Weisheit für jede einzelne Geschichte. Some people are very honest with their feelings and walk out the process. Und manche sind sehr ehrlich sich selber gegenüber und gehen durch diesen Prozess durch. And other people are not. Und manche sind es nicht. And you get everything in between. Und du hast alles von da bis da dazwischen. So just as a reminder, we're not the people's saviors. Also nur zur Erinnerung, wir sind ja hier nicht die Retter. Yeah, we're just here to connect them with God and the Holy Sondern Spirit. Sondern wir bringen sie in diese Gemeinschaft mit Gott, der das dann tut. Yeah. Any other questions? Yes. Noch eine Frage. Wenn jemand gerade in dem Gottesdienst, Gebetsmeeting auf einen zukommt mit dem Problem von innerer Heilung, an welchem Punkt würde er es ins Private ziehen und in einem extra Meeting angehen? So if there's a service and there comes a person and this person wants to pray with you with inner healing, how do you know when it's time to have a private session and when is it okay to do it right here? Yeah, I think it depends on how deep the trauma is. Also es kommt natürlich darauf an, wie tief dieses Trauma ist. Oftentimes you'll start to find out as you begin to pray Und for manchmal the person. Findet man das aber auch erst raus, wenn man anfängt zu beten. Yeah. So we've had times where we think, oh, altar will be great. Wir haben gedacht, ah ja, hier kann man das doch machen im Gottesdienst. You start praying. Und dann fängst du an mit beten. And the whole can of worms is opened. Und dann öffnet sich so eine ganze Gießkanne. So yeah, we got time. We gotta move. We'll move it along. Yeah. Und dann ja, man muss dann we'll quasi das bisschen abkürzen und dann in eine private Session gehen. Yeah, and we'll give them homework before we meet to make sure that they actually have bought into the process. Aber bevor man sich nochmal trifft mit der Person, gibt man auch eine kleine Hausaufgabe auf, dass es ein bisschen vorbereiteter ist fürs nächste Treffen. Yeah. Plenty of people will come up expecting you to be their savior or your prayer or whatever to save them, but ultimately it's between them and God. Und manchmal kommen auch Leute auf dich zu, die denken, du bist der ultimative Typ oder die Frau, die dann alles hier irgendwie lösen kann, aber es geht ja eigentlich nur um die Beziehung zwischen dieser Person und Gott. Yeah, we just bring the faith in the partnership. Wir bringen diesen Glauben hinein in diese Partnerschaft. Amen.